Eine Antwort kam nicht. Vermutlich wurde Mesmers Brief von der Anstaltsleitung zurückbehalten. Kurzer Eintrag in seiner Krankenakte. Auffallend ist, dass sich der Patient zurzeit weniger mit seinen Flugradplänen beschäftigt, dafür aber Abhandlungen schreibt, die sich mit Religion und Weltall befassen. Es stehen die Menschen draußen in der Natur, schauen bestaunt die Vögel, groß und klein, wie sie so beschwingt durch die Lüfte schweben. Wird da der Mensch nicht neidisch? Hat Gott den Vögeln Schwingen erschaffen und dir, Mensch, nicht? Er ist doch die Krone des Lebenden. Hat Gott da was vergessen oder ein anderes Ziel vorbehalten? Seit der Existenz des Menschen versucht einer und der andere, künstliche Flügel zu bauen. Er will einfach auch fliegen können. Aus alten Geschichtsberichten erfährt man heute, wie solche Geschöpfe versucht haben, zu fliegen. Eine Sage vom Ikarus oder anderen noch. Wie er Flügel gebaut, Federn in Wachs verbunden, zu fliegen probierte, aber in der Sonnenhitze das Wachs schmolz und nur noch die Federn durch die Lüfte flatterten. Ein anderer Flügelbauer hieß Berblinger, der Ulmer, stürzte dann in die Donau. Ein besseres Gelingen war Otto Lilienthal gegönnt. Er brachte es zum erheiternden Segelflug, aber er bis in die Ewigkeit einflog. Eine traurige Bilanz. Bessere Erfolge hatten jene, die die Heißluftballone wählten und sehr gemütlich durch die Luft zogen. Heute sieht der Kreis der Geschichte Zeppelin und Großverkehrsflugzeuge, aber trotzdem dürfte man das Schwingen- und Kleinflugproblem nicht vergessen. Über seine künstlerischen Aktivitäten vergisst Gustav Mesmer aber nicht sein hauptsächliches Anliegen. Seinen Briefen merkt man an, dass er nicht mehr gewillt ist, sich Gott ergeben in sein Schicksal zu fügen. Er fordert, wird gegenüber seinem behandelnden Arzt deutlicher, drängt auf eine Entscheidung. Geehrter Herr Doktor, durch wen bin ich im Irrenhaus verfügt? Geben Sie nach Aussprache mit der Direktion Kenntnis. Meine Mutter sagte mir, bevor sie starb, sie habe nichts mehr zu sagen, sie habe alle Verantwortung der Anstalt übertragen, ich sei ein freier Mann. Also haben auch meine Geschwister nichts mehr zu sagen. Ich sehe mich also als freier Bürger der Landesheilanstalt. Mein Geld, das ich erspart, kann ich doch selbst an einer Sparkasse anlegen. Es grüßt Gustav Mesmer, Neubau 2. Um ganz sicher zu gehen, dass er gehört wird und seine Briefe nicht irgendwo in einer Ablage verstauben, wendet sich Mesmer im März 1960 direkt an den Anstaltsleiter. Geehrter Herr Medizinalrat, ich sehe mich genötigt, Sie in Anspruch zu nehmen betreffs. Ich habe mit einem Geistlichen von außerhalb schon zweimal gesprochen. Er versprach, mir eine Stelle zu besorgen und er hat mit meinem Arzt darüber gesprochen. Letzterer stellte mich dann zur Rede und lehnte ganz stracks ab. Das komme gar nicht in Frage. Hat dies der Arzt allein zu beschließen? Mit mir hat man noch gar nie nur einen Versuch unternommen, seit 10 Jahren, die ich zu Weisenau. Ich weiß ja nicht, wer noch dahinter steckt. Da hat es viele Ärztinnen und Ärzte, die einfach etwas ablehnen, nur aus Missgunst oder angeregt von anderer Seite. Außerdem, das ist doch kein Grund für mich, dass die Oberpfleger behaupten, mich braucht man unbedingt als Korbmacher. Ich habe doch 10 Jahre dies besorgt und besteht keine weitere Anforderung dafür. Wollen Sie dies? Dann kann die Anstalt mich als angestellten Korbmacher installieren. Wie ist's jetzt, Herr Medizinalrat? Was sagen Sie dazu? Und wollen Sie etwas tun, dass ich an eine Stelle darf? In Friedrichshafen sind doch in der Zahnradfabrik 5 Hilfsarbeiter ausgeschrieben. Da kann man doch morgens hin und abends zurückfahren wie die anderen Arbeiter. In einem Schreiben steht über mich, wegen Gefahr der Verwahrlosung müsse ich bleiben. Hat man mich nicht vorher schon verwahrlosen lassen, schon zu lange, schon im Kloster Beuron? Und zur Anstalt lernt man auch kein Heilmittel dagegen, wenn man keine Übung, wie man recht und gut für sich, fürs Leben sorgt. Ich glaube, das ist nur Ausrede. Warum soll ich mich nicht vor Verwahrlosung fliehen können? Nur ein Versuch bringt ein wahres Resultat. Ich war doch 3-mal je 4 Wochen auf Besuch bei meinem Bruder. Und der Doktor schreibt ihm, meinem Bruder, ob er mich nicht ganz übernehmen wolle.
Das ist doch ein Beweis. Bitte geben Sie mir bald durch Übermittlung Bescheid. Es grüßt Sie hochachtungsvoll, Mesmach. Ab 1960 werden die Eintragungen in Mesmers Krankenakte immer spärlicher. Was soll man auch über einen Patienten schreiben, von dem doch jeder insgeheim weiß, dass er draußen in Freiheit wesentlich besser aufgehoben wäre als hier in der Anstalt. Auch Mesmer schreibt jetzt seltener. Nur einmal noch, und da mag ihm seine Klosterzeit sauer aufgestoßen haben, erhebt er ganz massiven Einspruch. Heute ist wieder Donnerstag, da sicher zu rechnen ist, dass der Kapuzinerbruder Lukas die Abteilung besucht. Was habe ich und bin ich ein Kapuzinerpater? Die Anstalt hat mal doch versprochen, mich vor katholischen und Ordensgeistlichen in Schutz zu nehmen. Selbe hat doch früher dies Versprechen eingehalten und religiöse Besuche nicht zugelassen. Ist denn der Pater Chef der Anstalt? Ich habe Autorität genug und brauche nicht noch eine katholisch-geistliche. Das ist die katholisch-geistliche Einbildung. Ja, mir sind allein die Echten, allein die Segensbringer, allein Jesu Kirche. Die meinen, ohne sie gehe es überhaupt nicht. Nein, sie wollen sich nur als Herrgott anbeten lassen. Ich bin kein Freund von Pater Lukas. Er soll sich um seinesgleichen annehmen und die ihm freundschaftshalber Partnerstimme feilhaben. Am 4.6.1964 wird Mesmers Krankenakte geschlossen. Letzte Bemerkung. Auf Betreiben der Verwandten in Rottenburg wurde der Patient heute nach Buttenhausen verlegt, da dort gerade ein Platz frei war. Seine Warnerlebnisse kommen lediglich in Briefen oder sonstigen Schreiben zum Vorschein. Sie scheinen an Bedeutung für ihn verloren zu haben. Nach mehr als 35 Jahren in psychiatrischen Anstalten beginnt nun für den jetzt 61-jährigen Gustav Mesmer ein neues Leben. Ab 1964 lebt Gustav Mesmer in einem Altenheim in Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit in seiner neuen Umgebung beginnt er wieder mit der Korbflechterei und bastelt weiter an seinen Fluggeräten. Hier schafft er sich sein eigenes Reich. Die Heimleitung hat ihm eine kleine Werkstatt zur Verfügung gestellt. Endlich kann er seine Flugideen ungestört realisieren. Niemand redet ihm drein, verspottet oder bevormundet ihn. Die Kreativität Gustav Mesmers ist schier unerschöpflich. Allein schon, was er in den Jahren zwischen 1965 und 87 geschrieben, gezeichnet, konstruiert und gebaut hat, ist schwer zu überblicken. Mit einem seiner Fluggeräte, einem umgebauten Damenfahrrad, macht er Furore auf der Schwäbischen Alb.